Ihr könnt euch vielleicht noch nicht denken, über welche Videospielverfilmung wir jetzt ins Gespräch gehen. Und um da sicher zu gehen, hier eine kleine Botschaft von einer ganz besonderen Stimme. Hi, ich heiße nicht nur Fabian, sondern euch auch herzlich willkommen zu diesem Video hier. Und welchen Film haben wir heute geschaut, Lou? Sonic. Hat es dir gefallen? Mega. Ja? Er lügt wahrscheinlich. Der war gut, der Film. Ja, definitiv. Für Sonic-Fans, vor allem für Sonic-Fans, ja, Mann. Ja, und sieht man vielleicht. Warst du der, der so geschrien hat am Ende? Ja. Ja? Ah, okay. Jo, alles klar. Schönen Abend dir noch. Ja. Bevor das Video losgeht, hier ein kleiner Hinweis für alle, die Sonic the Hedgehog 2 im Kino noch genießen wollen. Wir werden im Detail auf den Film eingehen, auf unsere Meinung, aber Spoiler werden wir ganz separat voneinander abhandeln. Wir werden darauf hinweisen, sobald wir in den Spoilerbereich gehen. Und bis dahin wünschen wir euch hoffentlich viel Spaß. Sonic the Hedgehog 2, der Kinofilm. 2 Jahre des Wartens sind vorbei seit dem durchschlagenden Erfolg des Vorgängers. Und heute gehen wir ins Gespräch, nicht nur ich, sondern auch Universalo vom Kanal Gaming von gestern, heute auch im Sonic Merchandise. Ja, warum ich heute im Sonic Merchandise bin, darauf kommen wir später noch. Aber ja, danke für die Einladung, Fabian. Sehr gerne. Ich meine, wir haben den Film ja zusammen gesehen, dank Dominik Porschen, der uns freundlicherweise eingeladen hat zur exklusiven Community-Preview. 2 Tage vor Kino-Release, deutschem Kino-Release, in den USA ist er zum Zeitpunkt der Aufnahme noch gar nicht draußen, durften wir uns den Film angucken, haben auch erfahren, dass er tatsächlich eine Woche vorher erst fertig geworden ist. Und ja, waren bei einem ganz besonderen Event, also wir durften nicht nur den Film genießen mit einem Softgetränk, mit Popcorn, sondern auch mit Original Sonic Hot Dogs, mit einem blauen Teppich, mit generell coolen Fotomöglichkeiten. Es waren auch viele andere Leute vertreten, viele Influencer auch vertreten. Unter anderem natürlich, ihr habt ihn gerade schon gehört oder auch gesehen, Julian Bam, die deutsche Stimme von Sonic. Und ja, wir waren auch dabei. Genau. War ein mega cooles Event um einen echt coolen Film, muss ich sagen. Auch ich als jemand, der Sonic jetzt nicht unbedingt zur Lieblings-Videospielreihe zählt und wirklich viele Sonic-Spiele habe ich ja auch noch nicht gespielt. Aber ich habe den ersten Teil gesehen, den ersten Sonic-Film. Und wenn man ungefähr weiß, worum es in Sonic geht, wenn man die Charaktere kennt und ein bisschen die Thematik um die Chaos Emeralds, Dr. Eggman und das Verhältnis zueinander mit Sonic etc., kann man sich die Filme auch so angucken. Und so konnte auch ich als nicht passionierter Sonic-Fan echt viel Spaß mit dem zweiten Teil haben. Den ersten Teil damals, der kam ja während der Pandemie, glaube ich, raus, während des ersten. Das war tatsächlich der ich glaube, so ziemlich der letzte Film, der letzte Kino-Release vor der Pandemie. Ach, der lief noch im Kino? Also der lief noch im Kino, aber ich glaube, so einen richtigen, vollständigen Kino-Run hat der, glaube ich, gar nicht mehr miterlebt. Genau. Weil der war recht schnell auf Amazon Prime. Und da habe ich mir den dann angeguckt und um mal kurz über den ersten Teil zu sprechen, da kannst du vielleicht gleich eine kleine Inhaltsangabe geben. Der ist noch sehr fernab von den Videospielen, hatte ich das Gefühl. Und dadurch hatte ich persönlich nicht so viel Spaß mit dem Film, weil abseits von Sonic und den Charakteren war das jetzt nicht so ein tiefgründiger Film, beziehungsweise auch nicht so ein spannender Film, wie ich mir vielleicht erhofft hatte. Wie hast du den denn damals wahrgenommen? Ich habe den natürlich, das ist glaube ich auch immer ganz gut, um so den Kontrast zu sehen zwischen einem langjährigen Fan und jemandem, der, ich sag mal, den einfach sich als Kinofilm ansieht, mit einem gewissen Grundverständnis von der Thematik. Ich habe den damals als ziemlich gut empfunden, habe auch damals noch groß geprallt, die beste Videospielverfilmung. Aber ich gebe dir da in dem Punkt recht, also der erste Film, um den grob zusammenzufassen, handelt halt davon, dass Sonic von seinem Heimatplaneten auf die Welt der Menschen gesandt wird, um dort sich und seine Kräfte versteckt zu halten. Dann wird durch eine Militärorganisation Dr. Robotnik noch mit eingesetzt, der dann fernab von dem eigentlichen Ziel des Militärs, ne, diese Kräfte allzu zu
entdecken, sage ich mal, und natürlich auch Gefahren auszuschließen, selber an diese Macht kommen möchte und ja, mit der Hilfe eines Hilfs-Sheriffs aus der kleinen Stadt Green Hills schafft es Sonic dann an seine goldenen Ringe wiederzukommen, die er auch am Anfang des Films verloren hat, mit denen er sich durch die verschiedenen Welten teleportieren kann. Es ist so gesehen ein netter, kleiner Familienunterhaltungsfilm, Comedy, Road-Movie mit Sonic. Es geht um die menschlichen Charaktere sehr viel, also um Tom Wachowski, den Hilfs-Sheriff aus der kleinen Stadt Green Hills, um seine Frau, um einen Umzug, um seine persönlichen Ziele. Und Sonic ist so eine Art Plot-Device. Der kommt rein in die Welt der Menschen von seinem Heimatplaneten und hat keine Freunde und ja, nähert sich ihm dann quasi an. Er entdeckt ihn, da gibt es ja die ominöse Miau-Szene, wo er ihn dann mit einem Betäubungspfeil abschließt. Und ab dann ist es eigentlich quasi, ja, ein Kinderfilm mit Sonic. Mhm. Aber was den zweiten Film meiner Meinung nach halt so dermaßen abhebt, ist, dass da richtig auf die Spiele eingegangen wurde, dass da die Thematik der Chaos Emeralds drin ist, dass du mit Tails und Knuckles zwei wirklich wichtige Neben- beziehungsweise ich würde sogar sagen Hauptcharaktere der Reihe auch noch mit drin hast. Und ja, was im ersten Teil noch mehr so Insider-Referenzen waren und wirklich teilweise einzelne Screenshots, wo dann der passionierte Fan gesagt hat, ach guck mal, das habe ich erkannt, das ist eine Referenz auf das Spiel, gehen sie halt beim zweiten Teil all in. Und das finde ich super gut und deswegen finde ich den auch nochmal. Den ersten Teil finde ich tatsächlich auch schon im oberen Mittelfeld, würde ich immer noch sagen, was Filme angeht, aber Sonic 2 ist wirklich nochmal auf dem nächsten Level, um es so zu formulieren. Haben sie auch selber, glaube ich, als Next Level bezeichnet. Genau. Genau, aber um nochmal auf das Event zurückzukommen, weil das war eigentlich das Besondere an dem ganzen Film um diesen ganzen Tag herum gestrickt. Denn, wie du schon sagtest, wir sind hingekommen und alles fing an mit einem blauen Teppich, mit Sonic the Hedgehog Schriftlogos. Es hat alles so den Anschein einer Premiere gemacht. Aber ob es eine offizielle Premiere gab, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, das dürfte wirklich mit, zumindest in Deutschland, die erste Gelegenheit gewesen sein, diesen Film zu sehen. Ich kann mir natürlich durchaus vorstellen, dass hier für die Presse oder auch für offizielle Geschäftspartner und natürlich die Leute von Paramount Deutschland selber es da vielleicht nochmal ein Screening vorher gab. Aber ich sag mal, für ja nicht mal die breite Masse, weil die hat den Film ja noch gar nicht gesehen, aber so für die ersten Insider war das definitiv die erste Chance, den zu sehen. Genau, da war das ein ganz cooles Event. Da waren wir hier in Köln in einem Kino und es war echt nett aufgezogen. Es gab einen Sonic, also so ein Typ in einem Sonic-Kostüm, der da rumgelaufen ist, mit dem man Fotos schießen konnte von einer ganz coolen Fotowand. Wie du schon sagtest, es gab Hot Dogs, angelehnt an die Chili Dogs aus dem Sonic-Universum und noch weitere Fotomöglichkeiten, Boxautomaten, um zu schauen, ob man stärker ist als Knuckles, vermute ich jetzt einfach mal. Ja. Und natürlich dann als Special Guest Julian Bam, die deutsche Stimme von Sonic. Und mit ihm konnte man quatschen, etc. War dadurch, dass es in einem kleinen Rahmen alles stattgefunden hat, auch super nahbar. Also es war jetzt nicht so eine Menschentraube, wie man sich vielleicht vorstellt. Und es war alles in allem ein echt rundes Event. Um nochmal jetzt an den Anfang anzuknüpfen, da wir die Pullis bekommen. Sonst würde ich mir niemals einen Sonic-Pulli kaufen. Die haben wir natürlich von dem Event zur Verfügung gestellt bekommen. Und dann fing es eigentlich schon an mit dem Film. Und wie genau hast du das so vor dem Film erlebt? Also wie hast du generell, ich sag mal, die ganze Werbung dafür wahrgenommen? Wie bist du in den Film reingegangen? Ich bin ja generell recht kritisch gegenüber Influencern als Synchronsprechende. Und dass Sonic dann von Julian Bam gesprochen wird, fand ich von Anfang an nicht gut, finde ich immer noch nicht gut, weil ich persönlich leider sagen muss, dass ich es nicht gut finde, wie er ihn spricht.
die Art und Weise der Betonung und der, die Schauspielkunst, die kommt da irgendwie an ihre Grenzen. Ich finde, man hört stark raus, wer gelernter Synchronsprecher ist und wer nicht, beziehungsweise Schauspieler. Deswegen hatten wir ja schon im Vorab gesagt, wir gehen in die O-Ton-Vorstellung, nachdem du schon das Original, also die deutsche Version geguckt hast, weil ich mir, ich habe auch die erste Version dann auf Englisch geguckt. Generell bin ich ein Riesenfan von deutscher Synchronisation, nur bin ich dadurch, dass ich mich so viel damit befasse, auch ein bisschen empfindlicher, wenn es nicht gut gemacht wird. Genau, demnach hätte ich die deutsche Version hier normalerweise gar nicht gesehen, wenn wir nicht zu dem Event eingeladen worden wären. Und generell bin ich nicht mit viel Erwartung rangegangen. Ich halte von den Videospielen nichts. Ich finde die Charaktere ganz cool vom Design. Ich finde aber dieses ganze Universum, so das Coolste an Sonic sind die Olympischen Spiele. So. ich bin nicht so der große Fan. Es gab eine Ära auf dem DS und sowas, die ich ganz gut gefeiert habe. Aber ansonsten hält sich meine Euphorie bezüglich Sonic schon in Grenzen. Demnach waren meine Erwartungen ganz, ganz klein. Dass wir dann zum Event eingeladen wurden, was so wunderschön aufgezogen wurde, so liebevoll etc., hat natürlich schon die Vorfreude ein bisschen steigen lassen. Und der Film im Endeffekt hat mir auch verdammt gut gefallen. An einigen Ecken und Kanten hätte ich mir es schon anders gewünscht. Aber dadurch, dass ich fast mit keinen Erwartungen da reingegangen bin, habe ich eine gute Videospiel-Verfilmung bekommen. Es gibt immer noch ein, zwei Punkte, wo ich mir denke, es gab wieder einen Fortnite-Tanz beispielsweise. Es sind so Sachen, die müssen nicht sein. Ich verstehe nicht, warum der Film so unbedingt, genau wie der erste, schon an die coolen jugendlichen Kids mit Bruder muss los und irgendwelchen Fortnite-Tänzen sich schmücken muss. Aber abseits davon, rein auf diese Videospielverfilmung bezogen und auch die Gags drumherum, ist ja nicht nur Sonic, dann gibt es ja auch noch ein paar Sachen, worauf wir später vielleicht nochmal zu sprechen kommen, bin ich positiv überrascht. Das freut mich sehr zu hören. Also ich empfand die deutsche Synchronisation jetzt mal ganz fernab erstmal von Julian Bam, tatsächlich als sehr gelungen. Paulina Weiner war dabei, die deutsche Stimme auch von Tails in den Spielen. Hier Oliver Stritzel, der ich glaube auch aus Marvel-Produktionen in der deutschen Synchronisation bekannt ist. Du hast mir, glaube ich, sogar mal die Rolle gesagt, die er... Hat die Knuckles-Stimme. Genau. Genau, das ist die deutsche Stimme vom Watcher in What If. Genau. Der hat als Knuckles, finde ich, tatsächlich einen extrem fantastischen Job gemacht. Vielleicht sogar von allen deutschen Stimmen den besten Job. Und ich tatsächlich für meinen Teil muss sagen, Julian Bam hat in dem zweiten Teil mich zumindest mehr überzeugt als im ersten, weil er, finde ich, teilweise, er macht es auf seine eigene Art, er macht es aber mittlerweile zumindest, und das habe ich im ersten Teil noch nicht so gehört, er macht es sicherer, aber ich gebe dir vollkommen recht, man hört ganz klar den Unterschied zwischen einem gelernten Synchronschauspieler, der schon Jahren oder Jahrzehnten seiner Berufung nachgeht und ihm, der da so ein bisschen reingerutscht ist. Aber ganz unabhängig davon, der Film an sich, egal jetzt in welcher Sprache, ich fand ihn, wie ich schon gesagt habe, auch sehr gut. Er hat mich sehr, sehr überzeugt. Definitiv diese ganzen Popkulturreferenzen, auf die du dich auch beziehst, finde ich auch, sind wahrscheinlich auch so ein bisschen der Zielgruppe geschuldet, die der Film auch abholen soll. Aber ich glaube, es ist so ein Mischmasch aus dem, was Sonic früher schon verkörpert hat, also in den 90ern, wo er sein Debüt hatte, wo er auch schon so der typische, ja, ich bin das coole Kid und ich sag Ausdrücke wie Red und Funky, und das ist halt heutzutage, ja, ich mache jetzt einen Fortnite-Tanz, aber ich sag mal so von der Handlung, von dem, was es war, was gezeigt wurde, was auch, ich sag mal, von den Spielen noch mit reingenommen wurde, fand ich's enorm gut. Man hat den Fokus von den Menschen weggenommen, was schon mal ein sehr guter Move ist.
sie hatten immer noch fast ein bisschen zu viel Screentime. Es gibt ja auch, das hat man durch die Trailer schon gesehen, diesen Nebenplot dieser Hochzeit auf Hawaii, die da so ein bisschen thematisiert wird, die Story nicht wirklich voranbringt, sage ich mal. Außer einige kleine Nuancen, die damit reingebracht werden. Ja, aber alles in allem, der Fokus lag auf Sonic. Es gab sehr gute Actionsequenzen tatsächlich auch. Es sah alles von der Animation super gut aus. Und ich denke, alles darüber hinaus, das werden wir jetzt im Spoiler-Talk thematisieren. Aber um es so für alle, die jetzt noch ins Kino gehen, zusammenzufassen, schaut es euch an. Ich glaube, egal ob ihr Fan der Reihe seid oder vielleicht auch noch nicht ganz so damit vertraut oder warm geworden seid, es lohnt sich. Es lohnt sich. Es ist ein unterhaltsamer Film. Ja, und den ersten Teil muss man eigentlich auch nicht unbedingt gesehen haben. Nee, den zweiten zu verstehen. Es wird tatsächlich der Großteil von dem, was passiert ist oder was relevant ist, auf jeden Fall nochmal aufgerollt. Ja, und eigentlich ist ja nicht viel im ersten Teil passiert. Tails ist am Ende gekommen. Wow. Tails ist am Ende gekommen, was eigentlich ja das Wichtigste am ersten Teil ist. Und wie sich hier der Sheriff mit Sonic angefreundet hat. Aber ansonsten können wir gerne in den Spoiler-Part gehen. So, wo wir nun unter uns sind, alle, die den Film gesehen haben oder ihn sich sparen wollen, einfach wissen wollen, was ist denn jetzt passiert in Sonic the Hedgehog 2? Fangen wir an! Also, generell, das Ganze wurde ja aufgebaut, beziehungsweise heißt in Japan Sonic vs. Knuckles. Und ich fand tatsächlich diesen Kampf, der ja auch so mit Hauptteil des Marketings war, den fand ich wirklich cool und stimmig inszeniert. Diese Anfangssequenz, also diese Anfangssequenz zwischen den beiden, wo es einfach generell schön cineastisch gemacht ist, das Gewitter, die Silhouette von Jim Carrey, der jetzt aussieht, wie Dr. Robotnik auszusehen hat und der da einfach reinkommt. Sonic springt auf ihn zu mit der Faust, er dreht sich um und Knuckles kommt und puncht den erstmal durch die Wand. Es war so, so geil. Generell ganz cool, wie Sonic seinen, er hat das sturmfrei an den Tag, weil die, ja, wie heißt denn der Sheriff nochmal? Tom Wachowski. Tom und seine Frau? Maddie. Ja, die beiden auf jeden Fall sind auf eine Hochzeit eingeladen, auf Hawaii, glaube ich. Genau. Und sind dann halt in den im Urlaub und Sonic feiert erstmal seinen sturmfreien, das in einer richtig coolen, in ein paar richtig coolen Szenen. Und dann dieses Klingeln ist schon dieses, okay, wurde erwischt, okay, aber von wem? Und dann steht da einfach Evil Robotnik vor der Tür. Generell auch natürlich der ganz coole Anfang mit Robotnik auf dem Pilzplaneten, der sich da sein eigenes kleines System, seine eigene Kaffeemarke, alles komplett basierend auf Pilzen zusammengebaut hat. Natürlich da auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, dass sich dann plötzlich wieder einer dieser Ringe öffnet und dann kommen da erstmal diese Real-Life-Krieger, die total irritierend waren. Und dann kommt. Kamen die nochmal im Film? Nee. Nee, die kamen nie wieder vor. Die kamen halt diese Power Ranger. Wieso Power Ranger? Da ging auf einmal ein Portal auf, da kamen diese Kämpfer. Dann hat Dr. Eggman seine ganzen gebauten Fallen da ausgelöst, somit waren die alle erledigt. Und dann kam Knuckles. Genau. Dann waren die auf einmal Freunde, weil Dr. Also es knüpft direkt am ersten Teil an, weil Sonic schickt ihn ja quasi in diese Pilzwelt. Und was aber Dr. Robotnik noch besitzt, was er auch für die ganze Technologie noch benutzt, die er noch hat, ist ein kleiner Stachel von Sonic. Und da ist so viel Energie drin, dass er alle seine Maschinen am Laufen behalten kann. Und an dem Stachel erkennt dann Knuckles, okay, ich kann vielleicht was mit dem Typen anfangen, ich sollte ihn vielleicht nicht direkt erledigen. Und somit beginnt eine Kollaboration zwischen den beiden. Genau. Die beiden vereinen sich. Genau. Also auch da fand ich tatsächlich diese Chemie zwischen den beiden extrem witzig. Knuckles, der nicht so wie jetzt in den aktuelleren Spielen, also er wurde auch dümmlich dargestellt, total, ja. Aber nicht aufgrund dessen, dass er nicht das nötige Hirn besitzt, sondern weil er einfach nicht mit der Welt, in der die sich gerade befinden, vertraut ist. Ja. Er bezeichnet Baseball als Base of Ball. Er kennt sich generell nicht mit
den Konzepten dieser Erde aus. Und das sorgt für eine Menge lustiger Momente. Ich glaube, die alle aufzuzählen würde jetzt natürlich den Rahmen sprengen. Aber ich fand Knuckles sehr cool synchronisiert und generell charakterisiert. Mhm. Weil er wurde trotzdem bedrohlich dargestellt. Er wurde auch teilweise wirklich episch in Szene gesetzt. Mhm. Aber hatte trotzdem diese gute Balance, immer mal wieder auch als der Depp von so einem Joke dazustehen. Aber einfach nur, weil er halt dieser Krieger ist, der nur seine Kriegersachen kennt und sein Volk und ich muss mein Volk verteidigen und das die einzige Rolle in seinem Leben ist. Genau, er stand ja von den Echidnas ab, genau, die quasi in dem Sonic-Universum ein Volk sind, was lange Zeit über die Chaos Emeralds herrschte, glaube ich. Über den Master Emerald. Über den Master Emerald. Und dann kamen halt die Eulen. Haben die irgendeine Rolle im Sonic-Universum? Also, um es so mal zusammenzufassen, eigentlich in den Spielen ist es so, die Echidnas sind, wie auch richtig dargestellt, ein Kriegerstamm. Genau. Und in den Spielen ist es so, dass ihre Rolle von Anfang an war, den Master Emerald zu beschützen. Die leben eigentlich aber auch nicht auf einem anderen Planeten oder in einem anderen Universum, sondern auf Angel Island, auf einer fliegenden Insel. Der Master Emerald hat halt die Funktion, die Harmonie über diese Insel zu wahren. Die schwebt nämlich. Und wenn sie den Master Emerald verlieren, stürzt sie halt ins Meer und es fällt generell alles ins Ungleichgewicht. Und da haben sie jetzt natürlich das noch ein bisschen dazu gedichtet, dass die Echidnas einen Kampf gegen die Eulen hatten. Es gab ja einen Eulencharakter, Langklaue, im ersten Sonic-Film. Und hatten die und irgendwas mit den Spielen zu tun? Nee, die sind komplett, ich sag mal, dazu gedichtet worden. Einfach um Knuckles als Charakter wahrscheinlich auch einen Grund zu geben, nach diesem Master Emerald zu suchen. Weil würden sie nach den Spielen gehen, dann würde jeder schon sagen, ey, die haben den doch schon eigentlich seit jeder Zeit so. Genau. Von daher, sie haben sich viele Freiheiten dennoch genommen, auch dass die Chaos Emeralds im Master Emeralds sind, dass das quasi so das Maß aller Dinge ist für die Chaos Emeralds. Das ist alles so in den Spielen nicht wirklich akkurat. Also es ist nicht wirklich akkurat dargestellt, aber es ist trotzdem noch nah genug an der Materie dran, um zu sagen, ey, ich find's cool, dass sie es eingebaut haben. Und ja, definitiv. Ich glaube, sonst zum generellen Verlauf des Films muss man gar nicht mehr allzu viele Worte verlieren. Tails kommt halt noch mit rein, wo ja, ich fand so ein bisschen, ich fand, das ist ja der einsteigende Plot, weshalb Knuckles überhaupt auf Sonic Jagd hat. Denn Sonic wurde ja von den Eulen von Langklaue ja adaptiert und großgezogen. Mhm. Und dadurch hat er ja an Eggman erkannt, okay, er weiß, wer der Typ ist. Und er müsste auch die, er ist irgendwie daran schuld, weil er halt zu dem Volk der Eulen gehört, dass ja sein eigenes Volk ausgerottet wurde. Und demnach ist, sind Eggman und Knuckles dann auf dem Weg, den Master Emerald zu stibitzen. Genau. Die Echidnas wurden im ersten Teil ja kurz gezeigt. Die haben ja tatsächlich auch... Das ist der Grund, weswegen Sonic seine Welt verlassen muss. Sie greifen ja ihn und Langklaue an und so wie es jetzt noch im ersten Teil, im ersten und auch zweiten Teil aussieht, töten sie Langklaue auch. Genau. Und dass sie das jetzt aufgegriffen haben und das quasi weiterstricken, generell viele Sachen aus dem ersten Teil noch ein bisschen weiterstricken, finde ich definitiv gut. Was ich tatsächlich auch nicht so gut finde, ist tatsächlich, wie Tails eingesetzt wurde. Tails wurde in der Post-Credit-Scene so dargestellt, als würde der wirklich viel Relevanz in dem Film bekommen. Das Filmlogo, die zwei, sind die zwei Schwänze von Tails. Und wie er letztendlich in dem Film dargestellt wurde und auch welche Relevanz er für die Story hatte, fand ich ein bisschen enttäuschend. Er wirkte für mich wie so ein Nebendarsteller, beziehungsweise so, wir haben den jetzt reingebracht, aber so wirklich seine Momente hatte er nicht wirklich. Er wird dargestellt halt wie so ein Sonic-Fanboy. Er sagt immer wieder, nur Sonic the Hedgehog könnte das machen. Nur Sonic the Hedgehog sagt das. Und am Ende des Tages
machen wir es kurz, sagt er eigentlich nur, ja, ich wurde halt wegen meinen zwei Schwänzen gemobbt. Vielleicht akzeptierst du mich ja, weil du bist auch anders, du bist super schnell und ich finde dich super cool. Und dann ist er mit dabei. Das war aber eigentlich immer so der Eindruck, den ich von Tails hatte. Mehr so die rechte Hand von Sonic, so der Unterstützer. Jetzt nicht so Fanboy-artig, wie es im Film dann am Ende dargestellt wurde. Das war schon ein bisschen weird irgendwie, weil Tails muss sich nicht kleinreden. Ich finde, Tails hat coole Fähigkeiten. Tails ist ja eigentlich auch schnell, ne? Ja, wegen seinen Schwänzen halt, die er als Propeller benutzt. Ja. Und deswegen, ich fand auch, der hätte mehr Screentime verdient, der hätte mehr coole Momente verdient. Und wie du schon sagst, er ist mit dem Logo implementiert, er war die Post-Credit-Scene, die After-Credit-Scene im letzten Film. Und demnach finde ich auch. Und im Laufe des Films hat er auch nur ein bisschen mit seinen Gadgets hantiert, aber wirklich einen Nutzen hatte der nicht. Der Film hätte... Ja, der wäre nicht viel anders, wenn Tails nicht dabei gewesen wäre. Und genau das ist es nämlich. Das ist auch was viele Fans in den Spielen bemängeln. Er hat halt zum Anfang, natürlich hier, als er eingeführt wurde, noch ganz groß, aber er hat immer mehr an Relevanz tatsächlich gewonnen, bis er dann in Sonic Adventure 2 sogar einen großen Moment hat, wo Sonic augenscheinlich tot ist und er sagt, ich kann das aber auch ohne Sonic schaffen und dann einfach mal hier Dr. Eggman mit seinem riesen Roboter da wegklatscht und mittlerweile krieg auch... Krieg ich jetzt noch Gänsehaut. Und mittlerweile ist er halt wieder an einem Punkt, auch in Forces, wo hier, ja, Tails hat sich selbst verloren. Chaos in seiner niedrigsten Energiestufe, den er in Sonic Adventure schon mit mehr Emeralds Intus besiegt hat, kommt und er sagt, oh, Sonic, hilf mir! Mhm. Und genau so war er hier auch. Auch bei dieser Tanzszene zum Beispiel, die ich großartig fand. Diese In dem Pub. Da auch. Er hat sich nicht getraut. Sonic hat gesagt, ey, wir machen das jetzt. So. Und das fand ich halt schade. Mhm. Aber ja, können sie im dritten Teil hoffentlich besser lösen, aber da kommen noch mehr Charaktere dazu. Genau, die hatten ja, eigentlich dachte man ja, dass die große Neuerung an dem zweiten Teil wird Tails nach dem Ende des ersten Teils. Doch dann kam eigentlich Knuckles, der Tails komplett die Show gestohlen hat. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ja, über Knuckles haben wir eigentlich schon recht viel gesprochen, wie er dann im Endeffekt gewirkt hat, dass er... Anfangs war er schon ein ernstzunehmender, epischer Charakter, der zwar ein Bündnis mit Dr. Eggman hatte, aber man hat schon von Anfang an gemerkt, mögen tun die beiden sich jetzt nicht. Also es ist nur eine Frage der Zeit, bis der eine den anderen weghaut. So. Also die wollen beide an ihr Ziel und wenn beide an ihr Ziel sind, mögen die sich auch nicht mehr wirklich. Ja. Demnach die Entwicklung von Knuckles war vorhersehbar, weil man wusste jetzt auch, es wird jetzt nicht der ewige Krieg zwischen Knuckles und Sonic herrschen. Aber, was dann ja ganz krass war, dass Knuckles, glaube ich, recht schnell bemerkt hat, dass Sonic zu den Guten gehört und Sonic eigentlich gar keinen Dreck am Stecken hat und sich mit ihm verbunden hat. Und dann gab es eigentlich den Höhepunkt des Films und das ist die Kampfszene gegen Dr. Robotnik und den Death Egg Robot. Also der wurde da, der hatte ja dann hier auch seine coole Anleitung, die auch schön im Sega-Stil gehalten war. Mhm. Ich glaube, da hieß er irgendwie anders, aber vom Design her ist es der Death Egg Robot, ist der Endgegner aus Sonic the Hedgehog 2, dem Mega Drive-Spiel, was extrem cool war, was nicht in den Trailer gemusst hätte, weil das hätte auch nochmal so einen Wow-Moment gegeben. Aber ja, das war definitiv der Höhepunkt. Ganz kurzer Schwenk nochmal zu den Menschen, zu James Marsden und Tika Sumter, die da hier die Zieheltern von Sonic gespielt haben. Ich finde es, wie gesagt, gut, dass die Rolle des Tom jetzt mehr so ein Mentor ist und dass die den rausgenommen haben. Und eigentlich hätte der von mir aus auch den ganzen Film auf Hawaii sein können und wir hätten das nicht sehen müssen, weil am Ende hat es dem Plot nichts gebracht, außer dass sie die Militärorganisation GUN, die es auch in den Sonic-Spielen gibt, reingebracht haben und dass man erklärt, wie Tails an sein Flugzeug gekommen ist. Aber das sind auch beide Sachen, die hätte man komplett anders lösen können. Also das Flugzeug hätte Tails auch einfach bauen können und hier die Militärorganisation ist ja eh nur für die Post-Credit-Scene eigentlich wichtig. Mhm.
Genau, aber der Kampf der Kämpfe, würde ich jetzt einfach mal sagen, der hat mich schon abgeholt. Der hat mich sehr, sehr glücklich gemacht und der hat tatsächlich, ja, die ganzen Action-Sequenzen, die man vorher schon gesehen hat, sehr gut zusammengefasst. Es war spektakulär, es hatte natürlich auch die Momente für die Fans, auch vor dem großen Knall, sage ich mal, der gleich noch kommt, mit Sonic, Tails und Knuckles, die zusammenkämpfen, auch teilweise Manöver machen, die man aus den Spielen kennt, was sehr, sehr cool war. Gleichzeitig auch Dr. Robotnik, der super episch dargestellt wurde, der erstmalig jemals in irgendwelchen Sonic-Sachen so dargestellt wurde, dass er selber auch die Kräfte eines Emeralds quasi körperlich aufnehmen kann. Er konnte dann ja mit diesen Blitzen arbeiten. Er hat sich ja quasi mit telemagnetischen Kräften hatte er sich ja all diese Metallteile rausgezogen und daraus den Death-Egg-Roboter geschaffen. Das war echt sehr, und auch das sehr geil dargestellt. Das war super episch. Der Kampf war fantastisch. Da hat man auch nochmal schön die Menschen kurz mit reingebracht, die dann sagen, ja, wir sind aber auch für dich da. Whoopi-Doo. Und dann das, worauf alle gewartet haben, worauf ich auch, habe ich Salo vor dem Screening schon gesagt, ein Moment ist, auf den ich gehofft habe, dass er passiert. Der Master Emerald zerspringt. Die 7 Chaos Emeralds werden freigesetzt. Aber bevor Sonic in der Lage ist, diese zu nutzen, der Fuß des Death Egg Robots zerquetscht ihn augenscheinlich. Dr. Robotnik triumphiert. Und plötzlich hört man nur ein Rumpeln, einen Knall, einen goldenen Schimmer und Super Sonic hebt mit Leichtigkeit den Fuß und ich sag's jetzt einfach mal, zerstört den Death Egg Robot komplett innerhalb von 2 Minuten. Ja. Salo hat mich gesehen in dem Moment. Ich glaube, ich habe auf die Leinwand geguckt tatsächlich. Aber du hast meine Präsenz. Ich hab dich gehört. Meine Präsenz hast du gespürt. Ja. Ich war, um jetzt auch wieder einen Sonic-Begriff zu nennen, ich war komplett in der Zone. und nein, Gedicht. Und da übrigens auch nochmal, schöne kleine Referenz an Sonic 06 tatsächlich. Weil er umkreist den Roboter, er haut den Kopf ab und dann macht er ganz leicht mit dem Fuß. Tock. Mhm. Und er fällt um. Das ist tatsächlich aus dem Intro von Sonic 06, da schaltet Sonic einen Roboter genauso auch aus, indem er ihn einfach mit dem Fuß leicht antippt. Ach mal. Genau. Ja, und schon schön. Dann war der Film eigentlich vorbei. Sonic, Tails, Knuckles, alle wieder Freunde. Genau, da haben die halt der Base Ball am Ende noch gespielt. Genau. Und da kommt mein größter Kritikpunkt an dem Spiel. An dem Film. Der ganze Film dreht sich erstmal darum, dass Knuckles auf dem Weg eines Rachefeldzugs ist, weil seine Vorfahren, seine Familie etc. wurden ausgerottet und der Master Emerald ist super wichtig für die Echidnas. So, dann hat er ihn endlich bekommen und das erste, was er macht, wo er ihn in der Hand hält, er gibt ihm Tails, damit Tails ihn festhalten kann. Ohne Sinn. Er hat ihn, er ist jetzt zersprungen, er hat ihn geheilt wieder, dass er wieder vollständig ist und er gibt ihn ab. So, und dann dachte ich mir schon, okay, so wichtig kann er dir ja nicht sein, wenn du ihn sofort wieder in fremde Hände gibst, an jemanden, den du seit 10 Minuten kennst. Und dann spielen die halt Baseball. Ja. Was auch eine sehr, sehr lustige Szene am Ende noch ist, weil Knuckles den Ball so übel weit schlägt, dass das Spiel quasi direkt vorbei ist. Und vor allem seinen Sieg so dermaßen cool zelebriert. Ja, er freut sich extrem und die anderen haben eigentlich gar keinen Bock mehr. Auch die dritte Base ist mein. Ja. Und dann fahren die alle weg und vergessen die Kühlbox mit dem Master Emerald drin. Und, also es ist ja eh nur ein Fun-Film. Der Film will ja gar nicht so ernst sein und so. Aber irgendwie hat der Film an dem Punkt ein bisschen an Glaubwürdigkeit und Tiefe verloren für mich. Weil es ging ja die ganze Zeit darum, dass seine Familie und seine Vorfahren getötet wurden wegen diesem Emerald. Ja, und am Ende ist ja denen eigentlich scheißegal. Und diese ganze vorherige Geschichte macht überhaupt keinen Sinn mehr. Und das ist so, ja, ist dann auch wieder so ein, ja, und, ne, sie sagen ja so, wir gründen jetzt hier unser Bündnis, um den Master Emerald
zu beschützen und geben sich dann hier noch den, wie sie es genannt haben, Powerbump mit den drei Fäusten, was ein sehr schönes Bild war. Und genau, also da gebe ich dir vollkommen recht, vor allem, weil es wirklich der absolute Schluss war, bis dann die Credits kamen. Also wirklich, das ist die letzte Szene, das hat dem Ganzen nochmal so ein bisschen was an Impact, an Glaubwürdigkeit genommen. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Und dann, nachdem die Credits, zumindest die schöne Hälfte der Credits, sehr schöne 16-Bit-Pixelart-Optik, abgelaufen waren, ja, der Moment, der mir wirklich einen Freudenschrei entlockt hat, das Militär sucht alles nach Dr. Robotnik ab, der ja mit dem Death-Egg-Robot, oder wie er jetzt auch heißt, in die Tiefe gestürzt ist. Agent Stone enthüllt sich, dass er doch noch präsent ist, der Sidekick von Dr. Robotnik, der übrigens auch diesmal sehr, sehr im Hintergrund war, weswegen wir eigentlich gar nicht mehr groß erwähnt haben. Der war im ersten Teil deutlich wichtiger. Er enthüllt sich als einer von den Militärleuten. Er ist quasi eine Art Doppelagent. Und eine Frau von Gunn sagt, während wir nach diesem Robotnik recherchiert haben, sind wir auf noch was gestoßen. Und der Anführer von Gunn sagt, worauf denn? Ja, auf Koordinaten von einem Projekt von vor 50 Jahren. Und da war mir klar, was jetzt kommen würde. Ich hab's gerufen. Viele Leute wussten wahrscheinlich noch gar nicht, worum es geht. Ja, eine Forschungsbasis. Jemand hat sich sehr viel Mühe gegeben, sie versteckt zu halten. Eine Kapsel fährt hoch und du hörst nur, oh nein, Projekt Shadow. Shadow öffnet die Augen, Blitze, Film vorbei und wahrscheinlich musste man meinen Sitz danach sauber machen. Aber Shadow wird im dritten Film dann eine große Rolle spielen. Ich freue mich extrem drauf. Mein Tipp war ja Metal Sonic tatsächlich, wegen dieser ganzen Stachelthematik, dass Robotnik quasi am Ende sagt, haha, aber ich habe ja immer noch den Stachel und aus den Daten kann ich mir jetzt quasi einen eigenen Sonic schaffen. Aber dass sie Shadow mit reingebracht haben, ist... Ich dachte ehrlich gesagt, es wäre Shadow, weil ich dachte mir, bevor die Metal Sonic reinholen, holen die eher einen berühmteren Charakter, weil die Filme sind ja jetzt nicht so auf das Kern-Sonic-Fans geschmiedet, dass sogar eine Amy zum Beispiel auch noch nicht dabei war. So, ne? Ich dachte ehrlich gesagt, es wäre Shadow und dadurch, dass ein dritter Teil bereits vor dem Kino-Release bestätigt wurde, hat sich meine Überraschung tatsächlich in Grenzen gehalten, weil man wusste, irgendjemand wird eh wieder angeteased. Ja. Wer es noch ist die Frage. Und da waren die Stimmen ja, entweder es ist Metal Sonic, es ist Shadow und Amy hätte im Prinzip ja niemanden gejuckt, wenn die da am Ende gekommen wäre. So, da hätte man sich den dritten Film wahrscheinlich jetzt gar nicht angeguckt. Genau, aber es war ein cooler Moment am Ende und tobender Applaus. Das ist halt das Coole an solchen Previews, die Leute haben Bock drauf. Es waren von kleinen Kindern bis echt alte Leute dort vor Ort, was ziemlich cool war, weil es echt ein cooles, gemischtes Publikum war und alle hatten ihren Spaß, alle sind danach nochmal rausgegangen, konnten sich unterhalten. Du hast ein Interview gegeben für Paramount. Ja, stimmt. Beispielsweise. Genau, alles in allem. Super cooles Event, cooler Film. Ich muss mir jetzt nicht nochmal zum zweiten Mal anschauen. Vielleicht dann, wenn der dritte bereits in den Startlöchern steht. Aber schaut ihn euch an. Ist ein cooler Film. Ist auch auf jeden Fall mitunter eine der besten Videospieladaptionen, die es so gibt. Wir haben Uncharted noch nicht gesehen, das werden wir jetzt bald nachholen, aber ich denke, da wird Sonic schon eine Schippe oben drauf legen. Ja, also wie gesagt, aber das werde ich wahrscheinlich auch zum dritten Teil sagen und irgendwann auch dann zum siebten, der auch gar nicht mehr im Ansatz so gut ist, aber für mich war es tatsächlich die beste Videospieladaption aller Zeiten. Punkt. So viele gibt es ja auch gar nicht, die gut sind. Nee, leider nicht. Man kann ihn nur messen gegen Meisterdetektiv Pikachu, meiner Meinung nach. Das stimmt. Den finde ich persönlich immer noch deutlich besser. Da ist, glaube ich, jeder... Aber du bist kein Pokémon-Fan, ja, ich eben. Bin kein Sonic-Fan. Genau, ne? Genau, das aber ist es halt. Wir wissen beide, wir haben gute Filme bekommen. Eben, und ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Es ist doch einfach schön, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo Videospiele... sowohl nicht nur in Filmen, auch in Serien oder in diversen anderen Medien Auftritte bekommen
und man sich nicht denken muss, oh, da weiß ich aber nicht, ob das gut wird, sondern mittlerweile kommen meistens Trailer raus und am Ende auch fertige Filme raus, die sich sehen lassen können und die vor allem auch ein Mainstream-Publikum abholen. Mhm. Gut, in dem Sinne, ja, vielen Dank, dass ihr euch das hier angesehen, angehört, was auch immer habt. Vielen Dank an dich, Salo. Ich glaube, so lange am Stück über Sonic wirst du nie wieder reden. Und du hast den Hoodie angezogen. Das bedeutet mir eine Menge, dass du dieses Video mit mir gemacht hast. Sehr gerne. Und von daher hoffe ich, dass wir dann in 2 bis 3 Jahren über den 3. Film sprechen können. Und bis dahin sage ich vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Gotta go fast. Bruder muss los. Was geht ab? Hallo, Fabian mit Ausrufezeichen. Ich hoffe, euch geht's gut. Lasst mal direkt mal hier ein Abo da. Was ist los, Freunde? Viel Spaß auf jeden Fall. Und wer nicht wusste, wer hier ist Jim Carrey, liebe Freunde. Nein, Spaß. Passt es so? Perfekt. Ja.